Hallo zusammen, ich bin Marco und in diesem Video zeige ich euch das Surface Go. Schauen wir uns erst einmal die technischen Daten an. Es handelt sich hier um einen 10 Zoll Bildschirm und der löst mit 1800 x 1200 Pixeln auf, also einem 3:2 Seitenverhältnis, was für die Produktivität wirklich sehr gut ist. Und das Ganze bedeutet, man bekommt hier 217 ppi und das ist ein sehr hochauflösender Bildschirm, zumindest für ein Tablet. Ich muss sagen, das gehört zu den besten Bildschirmen, die ich in so handlichen Geräten bisher genutzt habe. Der Intel Pentium Gold Prozessor ist ein bisschen auf der schwachen Seite, also das ist so die Achillesferse dieses Tablets. Der könnte auf jeden Fall leistungsstärker sein, aber da gehe ich später nochmal im Detail drauf ein. Natürlich ist es von Vorteil, wenn man einen nicht ganz so starken Prozessor hat, dass die Akkulaufzeit sich verlängert und auch da gehe ich noch später drauf ein. Aber trotz alledem kann ich hier schon mal sagen, dass der Prozessor das ist, was ich am stärksten bemängeln würde wahrscheinlich. Ansonsten gibt es zwei Speichervarianten. Es gibt einmal 4 GB Arbeitsspeicher mit 64 GB internen Speicher. Da ist allerdings auch der interne Speicher eher auf der langsamen Seite. Und dann gibt es eine Variante mit 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internen Speicher. Da handelt es sich dann um eine SSD und die ist auch deutlich schneller als die 64 GB Variante. Zusätzlich, seit kurzem gibt es auch noch eine LTE-Variante, da ändern sich aber die technischen Daten sonst nicht, es kommt nur das LTE-Modul dazu. Wem der interne Speicher nicht reicht, der hat die Möglichkeit, hier eine Micro-SD-Karte einzulegen. Hier gibt es nämlich einen extra Slot dafür. Das erweitert den internen Speicher bzw. gibt einem eine weitere Festplatte in dem Windows-Betriebssystem. Ich habe mit dem Surface Go gute 8 Stunden Akkulaufzeit hinbekommen, allerdings im normalen Office-Betrieb, das heißt E-Mail, Internet und ein bisschen Dokumente schreiben. Aber dann hält das ohne Probleme gut 8 Stunden durch und das ist für solch ein kompaktes Gerät eine wirklich sehr respektable Zeit. Sollte man einmal eine längere Pause einlegen, dann sollte man das Surface Go übrigens immer runterfahren, denn der Standby-Modus verbraucht hier noch richtig viel Akku. Das ist ganz anders als zum Beispiel beim iPad. Wenn man das in den Standby-Modus schaltet, dann verbraucht das so gut wie gar keinen Akku. Der Surface Go ist da wirklich anders und legt man einmal eine Pause von mehreren Stunden ein, das Surface Go auf jeden Fall immer runterfahren, denn ansonsten erreicht man diese 8 Stunden Akkulaufzeit im normalen Betrieb definitiv nicht. Aufladen lässt sich das Surface Go sowohl über den Surface Connector, der mittlerweile Standard bei allen Surface-Produkten ist, und über den hier verbauten USB-C-Anschluss. Möchte man aber vernünftige Aufladegeschwindigkeiten haben, sollte man auf jeden Fall auf den Surface Connector zurückgreifen, denn USB-C ist hier deutlich langsamer. Abgesehen von der Klinke gibt es hier keine weiteren Anschlüsse. Also es gibt einen Klinkenanschluss, einen USB-C-Anschluss und den Surface Connector. Das war es dann auch schon. Aber man kann immerhin bemerken, hier gibt es USB-C, anders als bei den anderen aktuellen Surface-Produkten. Wer noch mehr Anschlüsse haben möchte, kann über den Surface Connector auch das Surface Dock anschließen. Das ist allerdings im Verhältnis relativ teuer. Und ob sich diese Erweiterung für das Surface Go wirklich lohnt, das muss wirklich jeder selbst entscheiden. Das ist dann jetzt aber auch einmal ein guter Zeitpunkt, um über die Preise zu reden. Das Surface Go fängt bei 429 Euro an. Und da handelt es sich dann um die 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB internen Speicher. Die Variante, die ich hier im Test habe, mit 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internen Speicher, kostet 549 Euro. Und möchte man noch LTE dazu, muss man 729 Euro bezahlen. Das eben erwähnte Surface Dock, was eben noch mehr Anschlüsse schafft, kostet ganze 165 Euro. Und ob das im Verhältnis zum Surface Go dann wirklich Sinn macht, möchte ich mal in Frage stellen. Etwas, was fast schon obligatorisch ist, ist die Tastatur. Die gehört meiner Meinung nach fest zum Surface dazu. Natürlich kann man das Tablet auch ohne Tastatur nutzen, aber möchte man es ernsthaft nutzen, braucht man die Tastatur und die kostet extra. Die fängt bei 100 Euro an für die einfache schwarze Variante und möchte man die schönen Alcantara-Versionen mit den unterschiedlichen Farben haben, muss man 130 Euro bezahlen. Ein Zubehör, was wahrscheinlich nicht jeder braucht, ist der Surface Pen und auf den gehe ich gleich auch noch mal ein bisschen genauer ein. Für den muss man 90 Euro berappen. Wie aber schlägt sich das Surface Go denn so im Alltag? Und ich muss sagen, insgesamt bin ich damit zufrieden, aber mit einer deutlichen Einschränkung. Und das sind die Ladezeiten. Möchte man hier einmal ein Programm öffnen, braucht man tatsächlich Geduld. Es dauert alles ungewöhnlich lange. Laufen dann erstmal die Programme, egal ob das jetzt der Browser ist oder Word oder vielleicht sogar Photoshop. Man kann daran arbeiten. Aber die Zeit, bis man dann zum Arbeiten kommt, die fühlt sich manchmal wie eine kleine Ewigkeit an. Und das ist definitiv mein größter Kritikpunkt. Nun muss man dazu sagen, dass das Surface Go mit Windows 10 S ausgeliefert wird. Das heißt, das ist eine Sparvariante von Windows und die erlaubt nur, dass man Programme aus dem Windows Store installiert. Ansonsten kann man keine anderen Programme erstmal installieren. Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass so Programme optimiert sind
und hoffentlich schneller laufen, als wenn ihr irgendwelche Programme wie zum Beispiel Photoshop auf euer Surface Go packt. Ich muss sagen, für richtige Produktivität ist das natürlich nicht zu benutzen und glücklicherweise kann man diesen S-Modus auch direkt deaktivieren und auf das normale Windows 10 Home upgraden. Das ist vollkommen kostenlos. Das habe ich natürlich auch sofort gemacht, aber da muss man dann halt einfach auch mit diesen Geschwindigkeitseinbußen rechnen, denn das Surface Go ist definitiv kein High-End-Gerät. So benutze ich hier zum Beispiel Chrome als Browser und Microsoft möchte uns natürlich Edge ans Herz legen. Und Edge läuft im ersten Moment auf jeden Fall auch schneller, aber ich habe mich so an Chrome gewöhnt und die ganzen Funktionen, die ich da habe, dass ich zum Beispiel standardmäßig immer eingeloggt bin, da möchte ich gar nicht mehr drauf verzichten. Und ja, so muss man halt, wie gesagt, mit diesen Geschwindigkeitseinbußen rechnen. Läuft erstmal das Ganze. Also das ist hier bei Chrome tatsächlich auch tab-abhängig, weil ja jedes Tab ein eigener Chrome-Prozess ist. Dann hat man einmal eine Seite geöffnet und scrollt in der umher, funktioniert das. Aber wechselt man in ein anderes Chrome-Tab, was vielleicht tatsächlich eine aufwendige Seite beinhaltet, dann kann es einen Moment dauern, bis das Surface Go das Ganze geladen hat und erst dann läuft das flüssig. Das sind halt diese Ladezeiten, die ich meinte und die erlebt man an vielen, vielen Stellen immer und immer wieder. Ich habe es ja eben schon erwähnt, man kann hier sogar Photoshop drauflaufen lassen. Und hat man Photoshop erst einmal geöffnet, kann man auch relativ problemlos Bilder bearbeiten. Ich habe hier schon mehrere Bilder unterwegs damit bearbeitet, das funktioniert super. Natürlich darf man es nicht übertreiben mit den Ebenen, aber grundsätzlich läuft Photoshop. Nur eben die Zeit, bis man damit arbeiten kann, das ist halt eine kleine Ewigkeit. Also beim Surface Go handelt es sich definitiv nicht um ein Leistungsmonster. Aber das darf man hier eben auch nicht erwarten. So ist das Surface Go einfach nicht konzipiert. Aber zum E-Mail schreiben, im Internet surfen, Dokumente schreiben oder auch einmal ein Foto bearbeiten, das geht alles damit. Und da das Surface Go so unheimlich portabel ist, so unheimlich kompakt, kann man es halt überall mit hinnehmen und dann stört es einen vielleicht auch nicht, dass man mal einen Moment warten muss, bis man zum Arbeiten kommt. Man kann schließlich fast überall benutzen. Zum richtigen Arbeiten gehört beim Surface Go aber definitiv auch die Tastatur. Und die ist wirklich gut, obwohl sie sehr klein ist. Man muss halt bedenken, das ist nur ein 10-Zoll-Bildschirm, der zwar dicke Ränder hat, aber trotz alledem muss die Tastatur natürlich ganz schön schrumpfen. Ich habe mich da relativ schnell dran gewöhnt und konnte nach einer Weile ganz gut darauf tippen. Ich habe zum Beispiel die Skripte für meine Videos in letzter Zeit immer auf dem Surface Go geschrieben. Das geht hervorragend und gerade dadurch, dass man es unterwegs nutzen kann, ist das ein Riesenplus. So gibt es auf der Tastatur auch Funktionstasten, die zum Beispiel die Helligkeit des Bildschirms einstellen oder die Lautstärke steuern. Zusätzlich gibt es hier auch noch die Möglichkeit, die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur ein- und auszuschalten. Und hier muss ich Microsoft jetzt wirklich mal ein Lob aussprechen. Dass man dieses kleine, kompakte, dünne Format eine Hintergrundbeleuchtung reinbekommen hat und Tasten, die sich wirklich gut tippen lassen, das ist richtig erstaunlich. Das Trackpad ist hier durchaus auch gelungen. Allerdings muss man schon sagen, dass es sehr klein ist. Das ist natürlich dem kleinen Formfaktor des Surface Go geschuldet. Man kann es aber sonst sehr präzise steuern und auch die Klicks sind wirklich in Ordnung. Aber nichtsdestotrotz, es ist natürlich sehr klein und das merkt man im alltäglichen Gebrauch. Man kann allerdings das Surface Go auch über den Touchscreen steuern. Wie es sich für ein Tablet gehört, ist hier eben auch ein Touchscreen eingebaut, denn man kann das Surface Go schließlich auch ohne die Tastatur steuern. Da mögen diese dicken Ränder dann auch mal ganz praktisch sein, sodass man das Surface Go vernünftig halten kann. Die Touch-Eingaben funktionieren auch absolut in Ordnung. Man muss allerdings dazu sagen, dass Windows und viele Programme, die auf Windows laufen, nicht unbedingt auf Touch-Eingaben ausgelegt sind. Also es gibt im Windows Store natürlich Programme, die diese Kriterien erfüllen, aber gerade dann, wenn man Programme extra drauflädt, sobald man diesen Windows 10 S-Modus deaktiviert hat, da merkt man dann schon, dass die eben nicht auf Touch ausgelegt sind und gerade dann ist diese Tastatur mit dem Trackpad extrem wichtig. Was diese dicken Ränder angeht, so hoffe ich, dass Microsoft das in Zukunft vielleicht ein bisschen reduzieren kann und lieber den Bildschirm ein bisschen größer macht. Ich glaube, der Surface Go selber sollte gar nicht kleiner werden, aber wenn der Bildschirm ein kleines bisschen größer werden würde und die Ränder ein bisschen dünner, dann wäre ich absolut zufrieden. Die Größe des Surface Go ist wirklich sehr kompakt und so passt das wirklich in fast jede Tasche und ist unheimlich portabel. Also ich habe das mehr oder weniger täglich mit dabei, sodass ich unterwegs immer mal wieder kurz was schreiben kann, E-Mails beantworten kann. Das ist bisher mit keinem anderen Gerät so praktisch gewesen wie mit dem Surface Go. Smartphones sind natürlich sehr klein und kompakt, aber wenn man darauf ein bisschen produktiver werden will, ja, dann stößt man doch relativ schnell an seine Grenzen und ein Laptop wird dann doch schnell zu groß und zu schwer und zu unbequem, das unterwegs mal schnell zu nutzen. Das Surface Go passt da genau in die Mitte. Und so habe ich es wirklich gerne jeden Tag mit dabei und kann so unterwegs auch produktiv sein, was vorher einfach gar nicht möglich war. Mit den 767 Gramm, was die WLAN-Variante mit der Tastatur zusammen wiegt, merkt man das kaum in der Tasche. Und wie gesagt, so ist es überhaupt gar kein Problem, das mit dabei zu haben. Man muss allerdings dazu sagen, wenn man das Surface Go einmal auf dem Schoß benutzt,
dann kann es schon passieren, dass dieser Kickstand auch mal über die Knie drüber hinwegrutscht. Da ist dann vielleicht manchmal schon ein Laptop ein bisschen praktischer, wo der Bildschirm fest an der Tastatur angebracht ist. Hier ist das Ganze ja nur magnetisch befestigt. Und so muss man sich ein bisschen arrangieren, aber hat man da einmal die Übung raus, dann geht das ganz gut. Und außerdem gibt es auch noch so spezielle Hüllen für das Surface Go, was eine Verbindung mehr oder weniger zwischen Bildschirm und Tastatur herstellt. Und so ist auch das Benutzen auf dem Schoß überhaupt gar kein Problem mehr. Die zwei nach vorne gerichteten Lautsprecher klingen wirklich auch ganz akzeptabel. Es sind natürlich trotz alledem relativ kleine Lautsprecher, deswegen darf man jetzt hier nicht den Mega-Sound erwarten. Aber für die Größe des Tablets ist der Sound wirklich in Ordnung. Auf der Oberseite gibt es dann auch noch eine Lautstärke-Wippe, um die Lautstärke direkt zu verstellen, und direkt daneben findet man auch noch den Power-Knopf. Die Verarbeitung des Surface Pro ist wirklich sehr solide. Hier muss man keine Angst haben, dass sich das irgendwie in der Tasche von alleine verbiegt. Da müsste man schon sehr, sehr viel Kraft aufwenden, damit das Surface Go sich irgendwie mal windet. Und das trifft wirklich auf alle Komponenten des Surface Go zu. So ist dieser Kickstand ein ganz essentielles Element des Surface Go. Das kennt man ja auch schon vom Surface Pro. Der lässt sich absolut variabel verstellen und ist super stabil. Das heißt, man kann das Surface Go ganz schnell irgendwohin abstellen. Das geht ja sonst mit anderen Tablets nur auf sehr komplizierte Art und Weise, indem man irgendwelche Cover extra faltet. Das Surface Go hat hier einen riesen Vorsprung. Die Verarbeitung ist absolut top. Egal, ob das jetzt die Knöpfe sind. Der gesamte Rahmen, die Tastatur, der Kickstand, das ist absolut High-End-Niveau. Und die Qualität der Webcam ist auch erstaunlich gut. Also da können sich viele, viel teurere Laptops eine dicke Scheibe von abschneiden. Das Surface Go punktet hier richtig doll. Auch der Ton, finde ich, ist absolut in Ordnung. Könnte natürlich immer ein bisschen besser sein. Aber was ihr hört, ist direkt der Ton vom Surface Go. Und die Bildqualität, wie gesagt, geht absolut in Ordnung. Außerdem ist die Position der Webcam auch mal so, wie sie sein sollte und nicht unterhalb des Bildschirms, wie es viele machen, um die Ränder so schmal zu bekommen. Der Surface Go hat schließlich noch so dicke Ränder, also ist die Webcam auch oberhalb des Bildschirms angebracht. Nun bin ich kein Künstler und habe den Stift wirklich nur sehr sporadisch genutzt. Aber wenn es darum geht, mal schnell eine Notiz zu machen oder eine Unterschrift unter ein Dokument zu leisten, ist der Pen schon mal eine Riesenhilfe. Und ich glaube, wenn man ein bisschen künstlerisches Talent hat, kann man eine Menge aus dem Surface Pen herausholen. Also ich habe da online schon beeindruckende Zeichnungen gesehen. Ich selbst, wie gesagt, bin dazu nicht in der Lage, da vernünftige Sachen mit zu produzieren. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Eingabe des Pens wirklich sehr genau ist. Man kann eine Linie unterbrechen und dann wieder neu ansetzen, und das funktioniert absolut problemlos. Auch der Handballen wird vernünftig ignoriert in dem Moment, wo man den Stift benutzt. Das heißt, man kann problemlos noch über das Tablet fahren und zeichnen, kann also seine Hand wirklich auf dem Tablet ablegen, und das funktioniert super zuverlässig. Das Surface Go ist also wirklich zu meinem alltäglichen Begleiter geworden, und ich bin damit sehr glücklich, was die Steigerung meiner Produktivität angeht, weil ich es einfach wirklich überall mit hinnehmen kann und überall einsetzen kann. Die Verarbeitung ist top, der Bildschirm ist richtig klasse. Das Arbeiten, wie gesagt, ist damit sehr, sehr praktisch, und diese Portabilität ist das größte Plus am Surface Go. Aber natürlich muss man auch bemerken, dass die Ränder beim Surface Go wirklich schon sehr dick sind und nicht mehr ganz ins Jahr 2019 passen. Und auch, dass der Prozessor oder sagen wir einfach mal das gesamte System manchmal sehr schläfrig ist, sehr langsam ist, bis es dann mal zum Laufen kommt. Das ist wirklich was, was natürlich einen durchaus nerven kann, wenn man mal schnell etwas erledigt haben möchte. Für meinen Arbeitsalltag, so wie ich das Surface Go nutze, unterwegs mal eine Notiz machen, Dokument schreiben, habe ich alles schon erzählt. Da ist das Surface Go wirklich ideal, und ich bin sehr dankbar, dass ich das dafür einsetzen kann. So, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr einen seid, so lieb, verpasst ihn einen Daumen hoch und teilt das Video. Vielen Dank fürs Zusehen, und wir sehen uns im nächsten Video wieder.